Ja, nun zum Wichtigsten, liebe Sabine, bevor ich dir die Bühne überlasse, darf ich dich vielleicht noch ganz kurz vorstellen. Sabine hat ihren Bachelor Kommunikation, Wissen und Medien 2012 abgeschlossen. Das heißt, dein Abschluss liegt schon ein bisschen länger zurück. Du hast dein Berufspraktikum damals bei der Siemens AG absolviert, sofern du dich noch erinnern kannst, und hast dich mit Marketing-Kommunikation beschäftigt. Deine theoretische Bachelorarbeit hast du zum Thema Integration der Online-Kommunikation in die Presse und den Hörfunk und deren Auswirkung auf die Mediennutzung, am Beispiel kleine Zeitung und Antenne Kärnten, geschrieben. Lange ist es her. Du hast dich nach deinem Studium entschieden, einen Master zu machen. Sehr gute Entscheidung. Den Master hast du in St. Pölten absolviert und dort hast du den Masterstudiengang Medienmanagement besucht. Der berufliche Werdegang, den möchte ich jetzt nicht im Detail nachzeichnen. Ich gehe davon aus, dass du in deinem Vortrag darauf eingehen wirst, und du hast dich entschieden, deinen Vortrag heute inhaltlich in die Richtung digitale Lernmedien beim Verbund zu widmen, und ich freue mich schon auf deine Ausführungen. Liebe Sabine, wenn du Folien hast, die du uns teilen möchtest, so kannst du das jetzt machen. Ich nehme jetzt meine Folienpräsentation zurück, und wenn du willst, kannst du uns deine Folien sozusagen scheren. Ja, Sabine, bitte dich, die nächsten 20, 25 Minuten etwas zu erzählen über deinen Werdegang. Nachher werde ich dann die Fragen moderieren. Bitte schön. Super, ich hoffe, man hört mich gut und man sieht da schon die Folien. Alles perfekt, Alles danke. perfekt, super. Ja, hallo an alle. Der Josef hat mich eh schon vorgestellt, Sabine Winter, und ich bin Entwicklerin von E-Trainings bei Verbund, also für die digitalen Lernmedien zuständig. Was auch schon gefallen ist, KWM09, klingt extrem lang her. Schockt mich selbst, dass ich schon so alt bin. Fühlt sich nicht so lange her an, finde ich. Der Verbundenheit ist auf jeden Fall noch immer da. Ja, fühle mich echt nicht so alt. Schlimm ist das. Ja, KWM, ich habe da jetzt geschrieben, das Beste, was mir je passiert ist. Und nein, ich bin nicht bezahlt worden vom Herrn Altmann oder sonst irgendjemanden, dass ich das sage. Und wir werden da im Laufe der Präsentation jetzt auch sehen, warum es so ist, also warum es für mich einfach persönlich das Beste war. Wie er schon gesagt, ich bin jetzt nicht den klassischen Weg Richtung E-Learning gegangen, also ich habe nicht gewusst mit 14 Jahren, ich will jetzt E-Learning-Entwicklerin werden und KWM machen, sondern habe einmal in einer Bank zum Arbeiten angefangen. Und nach 6 Jahren in dieser Bank und nachdem man gesehen hat, das geht jetzt auch ein bisschen in die digitale Richtung, haben wir gedacht, na, ich möchte noch ein Studium machen und bin dann eben nach Hangberg zur Kommunikation, Wissen, Medien gegangen. Dann eben weiter in Master in St. Pölten Medienmanagement und danach gleich zum Wirtschaftsverlag als Content Managerin. War da sozusagen die Schnittstelle zwischen Technik und Redaktion. Das heißt, wir haben die Webpräsenz aufgebaut dort. Also, ich war in einem Team mit der Webpräsenz, Newsletter und so weiter. Bin dann zur WO Wien als E-Developerin. Das ist jetzt schon ein bisschen näher gekommen im Ganzen, weil mir da gedacht habe, na, ich will eigentlich in die Richtung gehen, weil das hat mir eigentlich im Studium immer sehr viel Spaß gemacht, die Entwicklung von E-Learnings. Nach der WU bin dann direkt in eine E-Learning-Agentur gegangen, die sehr lehrreich war, sehr arbeitsintensiv, aber in wenigen Monaten habe ich da wirklich sehr, sehr viel gelernt und da gemerkt, dass ich sehr viel anwenden habe können. Ja, Agentur üblich, haltet man das nicht lang durch, sage ich ehrlich gesagt, und bin dann wieder zu einem Unternehmen gewechselt und zwar zu McDonald's Österreich und war da auch fürs E-Learning verantwortlich. Wir haben da eigentlich das gesamte Präsenzausbildungsprogramm als E-Learning implementiert. War sehr fordernd, aber sehr interessant.
Ja, und schlussendlich hat mich nachher mein Weg zum Verbund geführt, wo ich jetzt bereits seit 4 Jahren für die Entwicklung von E-Trainings und digitale Lernmedien zuständig bin. Ja, Hagenberg, KWM, das sind 3 Sätze oder Aussagen, die ich mir vor allem im ersten Jahr sehr oft gedacht habe. Ganz ehrlich, ich habe nicht gewusst, auf was ich mich einlasse. Hätte ich gewusst, dass Programmieren, also das, wie hat das so schön, Grundlagen der Informatik Programmieren ist, hätte ich mich wahrscheinlich nie beworben, weil ich habe keine Ahnung davon gehabt. Aber es hat sich aufgelöst im Laufe der Jahre. Es ist besser geworden und man hat dazu gelernt, dass man wirklich alles lernen kann. Und da wirklich den Sinn dann dahinter erkennen kann. Vielleicht geht es vielen von euch auch so, vielleicht geht es ja vielen so, dass ihr euch fragt, was ihr mit KWM dann wirklich machen könnt. In welche Richtung wollt ihr gehen, in welche Richtung soll es gehen, was macht Sinn? Gerade mit Corona, vielleicht der Unsicherheit auch. Dazu kann ich nur sagen, dass KWM eine sehr gute Basis ist, um verschiedenste Wege einzuschlagen. Meine Kolleginnen und Kollegen, die mit mir im Studium waren, sind wirklich in ganz, ganz verschiedene Richtungen gegangen, angefangen von Hardcore-Programmierern bis hin zu Social Media Management, Content Management. Manche sind selbstständig geworden, manche sind Designer geworden. Ja, also es ist Projektmanager, es ist wirklich sehr, sehr vielseitig und das Gute daran ist, dass man sich einfach dann auch selbst auf etwas spezialisieren kann. Für mich war es eben E-Learning. Ich habe es aber erst herausgefunden, nachdem ich einen anderen Master eben gemacht habe, also Medienmanagement, habe dann erkannt, ne, ist ein bisschen trocken und doch ein bisschen betriebswirtschaftlich zu stark angehaucht und habe mich nachher wieder auf E-Learning konzentriert. Ja, jetzt aber zu digitale Lernmedien, also E-Learning bei Verbund. Klingt fad, ist es aber nicht. Für alle von euch, die Verbund nicht kennen, wir sind der größte Stromerzeuger oder einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa und Österreichs führendes Energieunternehmen. Wir haben rund 3000 Mitarbeiter und vielleicht sagt euch das Bild was oder so Köln-Breinsperre, Kaprun und so weiter. Das ist alles Verbund, auch die Kraftwerke an der Donau entlang, zum Beispiel an der Drau entlang. Es klingt jetzt nicht so sexy, natürlich Strom. Und ich weiß, Verbund hat ein bisschen einen alteingesessenen Ruf und das Image ist vielleicht, wirkt nach außen hin verstaubt, aber innen drinnen ist Verbund ganz innovativ tätig und arbeitet sehr stark mit neuen Technologien. Hat viel Spielraum, um Sachen auszuprobieren, hat vor allem auch das nötige Budget, die nötigen Ressourcen, um vieles auszuprobieren, um vieles zu gestalten. Und auch in meinem Bereich habe ich dadurch sehr viele Möglichkeiten. Ja, als ich vor 4 Jahren zu Verbund gekommen bin, generell bin ich einmal in der Personalentwicklung. Das denkt man, also hätte ich jetzt während KWM auch nicht gedacht, dass ich mal dort lande. Sehe mich ja nicht als Personalerin, sondern sehe mich wirklich als eher die Technikerin in der Abteilung, sage ich jetzt einmal. Ja, wie ich dorthin gekommen bin, waren klassische Präsenzschulungen tagtäglich, also die haben täglich stattgefunden, Teamworkshops, Vorträge. E-Learning war rein verpflichtende E-Learnings, die gemacht werden haben müssen, die alle ungern und nur unter Druck dann gemacht haben, weil sie es einfach noch nicht gekannt haben, noch nicht anerkannt haben. Ja, und dann kam Corona und ich muss sagen, ich bin, glaube ich, eine der wenigen, die aus Corona etwas Positives auf jeden Fall herausziehen kann. Das E-Learning hat sich oder die digitalen Lernmedien haben sich seitdem sehr verändert. Es ist dadurch, dass wir von Anfang auf den nächsten alle im Homeoffice waren, mussten neue Wege her. Unsere Mitarbeiter müssen geschult werden, unsere Mitarbeiter arbeiten in sehr risikoreichen Situationen
im Kraftwerk und so weiter, sie arbeiten mit Strom. Sie müssen auf Sicherheit geschult werden, damit sie sich und andere nicht gefährden. Und da ist egal, ob Corona ist oder nicht. Das heißt, das muss passieren. Ja, und durch Corona kamen dann eben Webinare, Webinare, Webinare. Also alles hat sich nur mehr um Webinare gedreht. Auf einmal gab es die Anfragen oder gab es den Bedarf nach E-Trainings. Also E-Trainings wird bei uns intern, werden eben die E-Learnings genannt, die ja gern freiwillig absolviert worden sind. Lernvideos, Erklärvideos, virtuelle Welten, digitale Schulungsunterlagen. Also es hat sich von jetzt auf sofort wirklich komplett verändert und meine Position ist um vieles wichtiger geworden und das wird auch so bleiben. Also ihr seht eh alle, ihr seid glaube ich auch nicht viel wirklich in Präsenz auf der FH, dass wir noch eine Zeit lang so verharren werden müssen, leider. Und dadurch wird es immer wichtiger und kommt da immer mehr bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Das heißt, sie sehen ein, es geht nicht anders und sie sehen die Vorteile, die sie aber durch eben E-Trainings, durch die Videos, durch Webinare jetzt haben. Wir haben sehr viele Mitarbeiter in Außenstandorten, die sitzen in Zillertal, in Kaprun, in Deutschland, in Bayern zum Beispiel, und konnten eigentlich nie zu den Schulungen nach Wien kommen oder nur sehr selten, weil es war halt eine weite Anreise, zahlt sich's aus. Es hätte sie zwar interessiert, aber für ein paar Stunden nach Wien fahren war halt nicht drinnen. Jetzt ist es so, dass sie alle daran teilnehmen können und dadurch sich zugehöriger zum Unternehmen fühlen. Ich habe da ein paar Beispiele mitgebracht, was wir so alles machen. Also wir arbeiten sehr stark mit Erklärvideos, mit Viont, wo die Konzeption, also von der Konzeption bis zur Umsetzung alles bei mir liegt. Was auch sehr interessant und abwechslungsreich ist, weil man nicht nur eine Agentur brieft, zum Beispiel, dass sie es umsetzen soll, sondern dass man wirklich selbst alles machen kann. Wir haben so Screencast-Videos, wenn eine Software eingeführt wird. Wir haben eben alle Unterlagen auf digital umgestellt und auch designtechnisch angepasst. Wir machen vermehrt E-Trainings. Ihr seht da unten auch unser Greenscreen-Studio, das heißt, wir haben ein eigenes Filmstudio auch, wo wir Videos aufnehmen können und ganz fortschrittlich sogar haben wir virtuelle Welten, das heißt, wir haben auch sowohl 360-Grad-Kameras, aber auch VR-Brillen und so weiter, wo wir wirklich virtuell in Kraftwerke und so weiter eintauchen können. Ja, was zu allem noch dazu kommt, E-Learning wird nie nur E-Learning sein, sondern es umfasst sehr viel mehr. Also es ist nicht nur, dass ich sitze und jemand kommt und sagt, er will das jetzt haben, ich überlege mir was und setze es um, sondern man wird in Projekte mit einbezogen. Man schaut, wie könnte man wirklich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am besten schulen, was macht Sinn. Man wird auch sehr stark bei Projekten mit einbezogen, die generell die Digitalisierung betreffen, ein neues Intranet, ein Wissensmanagement, neue Kommunikationswege. Ist immer etwas, wo man trotzdem mit einbezogen wird und somit sieht man das Gesamtbild im Konzern. Das heißt, man bekommt einen Einblick überall. Man ist gefragt, weil man sich einfach auf vielen verschiedenen Ebenen auskennt, weil man viel Wissen, verschiedenes Wissen hat und das auch weitergeben kann. Auch bei uns intern mache ich ja noch ein bisschen die Kommunikation mit, weil es reicht nicht nur, gute Inhalte zu erstellen, man muss sie auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen. Und das ist wie extern die Kommunikation, die Werbung auch intern notwendig. Das heißt, wir überlegen uns auch zu allen Trainings, die wir machen, verschiedene Strategien, an welche Zielgruppe sollen wir das kommunizieren, wem sollen wir das vorher zur Verfügung stellen, wie können wir es bewerben. Wir machen zum Beispiel jetzt dann einen Adventkalender, wo wir verschiedene E-Trainings bewerben, damit die Mitarbeiter einfach immer aufmerksamer werden, damit man die Awareness immer verstärkt. Jetzt habe ich schon einiges über meinen Job erzählt.
Und jetzt kommen wir zu KWM zurück. Denn plötzlich macht alles Sinn. Wie gesagt, bei vorigen Arbeitgebern oder Positionen war ich mir auch noch nicht so sicher, auf was läuft es aus. Aber jetzt sehe ich, dass ich wirklich viele verschiedene Sachen aus dem Studium gebrauchen kann. Und das fast tagtäglich. Vielleicht erkennst du da einige, Unterrichtseinheiten von euch auch wieder, die ihr jetzt im Studium habt. Das sind alle Sachen, die ich fast tagtäglich brauche. Angefangen von Medientechnik, dass man mit InDesign, mit Photoshop arbeitet. Pädagogik, Psychologie, Didaktik, dass man Drehbücher schreibt. Programmieren, dass man im LMS-Anbieter widersprechen kann, wenn er sagt, das ist technisch nicht möglich. Wissens- und Content-Management ist in allem integriert, muss ich sagen. Das heißt, jeglichen Inhalt, jegliche Information beinhaltet Wissens- und Content-Management. Unternehmen zur Personalentwicklung braucht man auch täglich, weil man natürlich auch die Zusammenhänge im Hintergrund verstehen muss. Methodenkompetenz, um die Besuche im LMS auszuwerten, Statistiken lesen zu können. Also wie ihr seht, es macht dann schlussendlich alles Sinn und das passt zusammen. Generell ist noch zu sagen, vielleicht noch das Schnulzige am Abschluss, KWM ist auch noch so viel mehr. Ich habe gerade mit einer Freundin gesprochen, wir haben gesagt, boah, KWM war super und es wäre schlimm gewesen, wenn wir nicht am Campus gewesen wären. Das heißt, es tut mir für alle, die nicht ständig am Campus sein können oder dürfen, sehr, sehr leid, weil es ist nicht nur so, dass man Wissen, sondern auch Freundschaften und ein Netzwerk bekommt. Das ist ein Foto von meiner Hochzeit heuer. Wir sind alles KWM-Mädels, die noch immer im Kontakt stehen und sehr gute Freundinnen sind. Und wie ihr seht, hat es die ganzen Mädels auch in verschiedene Richtungen verschlagen. Wir sind in verschiedene Bundesländer und Länder tätig und wir sind trotzdem noch sehr eng miteinander verbunden und alle sehr froh, dass wir uns bei KWM kennengelernt haben. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Einblick geben können zum Studium, was es mir gebracht hat, wie ich es jetzt nutzen und umsetzen kann. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen jetzt. Oder wir können auch sehr gerne in Kontakt bleiben. Das heißt, könnt ihr jederzeit gerne mir schreiben, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder wenn ihr irgendeinen Kontakt irgendwo braucht oder so. Irgendeine Hilfe vielleicht auch. Dann sehr gerne. Danke. Liebe Sabine, herzlichen Dank für deine Präsentation. Ein weinendes und ein lachendes Auge. Weiß ich, muss ich aufpassen, was ich sage. Aber wenn ich die vorletzte Folie jetzt sehe, dann wird mir auch bewusst, dass von diesem Foto bis zum Abschluss 10 Jahre fast vergangen sind. Ja, wie schnell die Zeit vergeht. Das lachende Auge. Ich muss jetzt wirklich nochmal vorausschicken, ich habe die Sabine nicht gebrieft, ich habe ihr nichts vorgegeben. Ich habe die Folien vorher wirklich nicht gesehen, gar nichts. Ja. Aber es trifft wirklich genau auf den Punkt, für was KWM steht. Und wir haben jetzt einen sehr interessanten Einblick in eine neue Domäne bekommen oder für viele eine neue Domäne, Energiewirtschaft, Verbund. Es stimmt, oft angestaubt, ja. Aber hoch innovativ, weil sich dort eine massive digitale Transformation im Energiebereich und vor allem im Strombereich gerade vor sich geht, in jeder Hinsicht. Ja. Und da, glaube ich, massiv große Innovationstreiber sitzen. Aber ich möchte es jetzt nicht weiter kommentieren. Es hat mich unheimlich gefreut, dass du deine Kärntner Wurzeln nicht verloren hast in der Aussprache. So, ja. So, jetzt steht noch die in Wien trotzdem nicht. Es steht die Sabine für Fragen zur Verfügung. Trauen Sie sich einfach, stellen Sie Fragen, es kann nichts passieren. Wie gesagt, die Fragen werden rausgeschnitten und anonymisiert. Das heißt, sie erscheinen dann nicht in dem Video, das dann veröffentlicht wird. Bitte, ich bitte um Fragen. Vielleicht mit Handzeichen heben, können wir das ein bisschen besser moderieren.
oder im Chat, falls sich jemand im Chat leichter tut oder lieber tut. Es gibt keine blöden Fragen übrigens. Also. Es traut sich niemand zu fragen. Gut, dann fange ich vielleicht mit der Frage an. Du hast gezeigt, dass sehr wohl auch der technische Background bei dir in deiner Arbeit eine Rolle spielt. Was sind so Aspekte, technische Aspekte, wo du sagst, die sind wichtig für deine tägliche Arbeit? Ich muss sagen, das Grundverständnis der Programmierung ist sehr wichtig. Also ich muss jetzt nicht etwas programmieren, aber es ist gut, dass ich verstehe, wie es funktioniert. Weil es kommt natürlich schon vor, dass entweder uns jemand sagt, nein, das geht so nicht, wo man sich denkt, naja, eigentlich sollte schon gehen. Aber generell das Verständnis, dass ich sage, ich habe eine Datenbank, woher ich meine Daten bekomme, wie kann ich die weiterverarbeiten, wie kann ich die darstellen, was ist da generell möglich, welche Schnittstellen gibt es, wie funktioniert das, ist sehr wichtig, weil und das wird immer wichtiger. Es kommen immer mehr Softwareprogramme dazu. Sie verändern sich schneller. Also auch LMS ist jetzt nicht mehr 10 Jahre im Einsatz, sondern nach 5 Jahren gibt es dann ein neues. Und du musst jedes Mal wieder schauen, woher kriege ich welche Daten benötige ich, wie will ich sie aufbereitet haben, was will ich umändern. Also es ist schon, das ist eigentlich das Wichtigste vom Technischen hier. Dankeschön. Weitere Fragen? Bitte trauen Sie sich. Ja, bitte, Frau Skias, bitte. Für mich ist immer die Frage, ob welcher Moment kommt dann, also wann kommt der Moment, wo man aus der Theorie in die Praxis übergeht, also wahrscheinlich eher halt nach dem Studium, wo war dann der Moment da, wo man sich dachte, okay, das, was ich jetzt im Studium ja die ganze Zeit so in kurzer Zeit versucht habe zu begreifen, hat es dann so den Ort Klick gemacht und dann war es auch so, dass man gesagt hat, okay, ja, da ist jetzt so für mich da ist das Verständnis auch da gewesen. Ja, aber ehrlich gesagt, zum Teil erst nach dem Studium, also wie das alles zusammenspielt, bin selber oft gesessen und weil die Gegenstände so unterschiedlich sind, man ist von Design in objektorientierte Programmierung reingegangen und hat sich gedacht, das sind zwei Welten, wie kann das jemals irgendwas miteinander zu tun haben? Das ist hauptsächlich nachher gekommen. Also richtig jetzt in dem Job, muss ich sagen, wo man wirklich jeden Tag irgendwas benötigt, wo ich mir denke, ah ja, haben wir gelernt, ja, das war dabei und so weiter. Da ist es dann richtig gekommen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht auch noch, ich weiß nicht, in welchem Semester du jetzt bist, bei den Projekten auch. Also zum Schluss ist ja, wir haben im 6. Semester dann ja ein Projekt gehabt und da ist es auch schon mehr, dass man halt wirklich sieht, wie es zusammenspielt, das Ganze. Ich bin jetzt im 3. Semester, aber ich muss noch zurückdenken an das 1. Semester, wo man zum Beispiel im Programmieren was gemacht haben, dass der was war das, ein Pinguin oder keine Ahnung, der halt aufführt und obi und rechts und links gewatschelt ist und du sitzt dann oben da und schreibst den Code und denkst so, was, warum brauche ich das? Oh Gott, ja. Bist du am Verzweifeln? Ja, es kommen Erinnerungen, es ist mir sehr oft so gegangen, muss ich sagen. Da denkt man sich echt, warum ist es so? Aber hinten noch gesehen, also beim Programmieren ist bei mir schon früher, hat es Klick gemacht, muss ich sagen. Und dann haben wir gedacht, nein, war doch ganz gut, dass wir so klein angefangen haben, in so kleine Schritte. Habe ich vorher aber auch nicht gesehen. Also ich habe mir das erste halbe Jahr wirklich gedacht, was wollen Sie von mir? Was soll ich da jetzt machen? Und ein kleiner Tipp, also ich weiß nicht, ob es nicht mehr so ist, das 3. Semester und das 4. waren für mich am schlimmsten, weil es sehr technisch war. Aber man hält jetzt durch, also man schafft es dann und irgendwann macht es wirklich Klick und man denkt sich, ah, und so spielt es zusammen, ah, okay, und da, also beim Programmieren vor allem auch nachher, wenn man ein bisschen so übergreifende Sachen macht, wir haben irgend so ein
Visualisierung einmal gemacht vom Moodle. Und da sind schon ein paar Sachen, haben da schon zusammengespielt. Und dann hat man sich schon gedacht, ah, okay, deswegen braucht man es und für das ist das gut gewesen. Und deswegen habe ich Datenbanken gehabt und Programmieren gehabt und UML. Und ja, aber dann spielt das ein bisschen zusammen. Also durchhalten. Ja, probier's. Nein, ich weiß, wenn man am Abend 4 Stunden sitzt, damit der Punkt endlich dort auftaucht, wo er auftauchen soll, meinen Computer am liebsten aus dem Fenster schmeißen würde, sieht man das nicht so, aber das vergeht. Es wird besser. Sehr gut. Ganz sicher. Danke. Und so gut es geht, zusammenhalten und gegenseitig helfen. Ich weiß eben nicht, wie es jetzt ist, ob ihr in Präsenz an der FH oder im Heim seid oder daheim. Aber wir haben uns halt echt gegenseitig immer wieder außergezogen und gepusht, und weil jeder hat einmal einen Durchhänger gehabt. Dann hat wieder mal der eine mehr kapiert und dann der andere. Und damit haben wir uns dann selber irgendwie weitergebracht und durchgebracht. Der Zusammenhalt war schon sehr wichtig. Dankeschön, Sabine. Frau Kalkofer hätte auch eine Frage, bitte. Also, was mich interessieren hat, hast du im Studium dann schon gewusst, es soll Richtung E-Learning gehen? Also beziehungsweise hast dann du deine Schwerpunkte da schon gelegt? Oder ist es erst wirklich danach gekommen, dass du sagst, okay, ja, das ist das, was mich am meisten interessiert? Weil, ich bin jetzt erst im ersten Semester, aber man wird jetzt schon gefragt, ja, und was möchtest du dann danach machen? Also, wo willst du dann arbeiten? Ich weiß das doch jetzt noch nicht. Ich habe gerade mal ein paar Sachen gehabt. Ja. Nein, bei mir ist das erst nachher gekommen. Deswegen, ich habe im 5. Semester beim Praktikum war das dann eher so Richtung Marketing und habe gedacht, ich werde eher in die Richtung gehen und eben auch nachher so mit Medienmarketing. Deswegen habe ich nachher ein Master Medienmanagement ausgesucht gehabt. Und dort habe ich nachher festgestellt, dass das so, das war sehr theoretisch, das war sehr auswendig lernen, das war sehr zahlenlastig. Das war einfach nicht meins. Und habe dann einmal zurückgedacht, was hat mir eigentlich Spaß gemacht, und habe dann gemerkt, dass es das E-Learning war. Also immer, wenn wir da eine Konzeption machen haben müssen, ein Drehbuch schreiben, geschrieben habe ich schon immer gern, dann habe ich mir gedacht, nein, das hat mir eigentlich Spaß gemacht und bin eben deswegen nachher in die Richtung gegangen. Ich habe dann auch meine Masterarbeit geschrieben über E-Learning, obwohl ich Medienmanagement studiert habe. Das war nachher der Einsatz, mögliche Einsatzszenarios von E-Learning bei der Bavaria Film in München. Oder dass die Bavaria Film quasi Anbieter dafür wird, weil sie die ganzen Studios, Kameras und so weiter ja alles zur Verfügung haben. Und die wollten eigentlich dann so in den E-Learning-Markt einsteigen. Leider haben wir selber weggeschrieben, weil es ist rausgekommen, dass es keinen Sinn macht. Sonst hätte ich vielleicht nur da einen Job gekriegt. Aber es ist erst dann gekommen. Ich habe mich nachher gefragt, was hat mir am meisten Spaß gemacht. Es kann auch noch sein, dass du Programmiererin wärst. Ich habe eine Kollegin gehabt, die wollte aufhören bis zum 3. Semester wegen Programmieren. Und dann hat sie noch, wie heißt das in Linz, Webmanagement oder so? Webwissenschaften. Webwissenschaften im Master studiert und ist jetzt Programmiererin. So kann einem das Leben spielen, ja. Dankeschön. Ja. Frau Bahl, Sie hätten eine Frage, bitte. Ja, ich habe eine Frage zu dem Bewerbungsprozess. Vielleicht würdest du sagen, dass wegen dir E-Learning zum Verbund gekommen ist oder dass du wegen E-Learning zum Verbund gekommen bist? Weil du ja gesagt hast, du bist als Personalentwicklerin eingestiegen. Nein, ich bin... Also E-Learning hat es schon gegeben bei Verbund. Und das hat eine Kollegin mitgemacht, eine Personalentwicklerin. Und da ist schon ein ziemlicher Unterschied, ob du jetzt Personalentwicklerin bist und nur Präsenzschulungen bisher gemacht hast oder ob du E-Learning machst. Das wird sie sicher auch so sehen. Es ist einfach ein Unterschied, ob du mit Medien was vermittelst oder in Präsenz. Und dann ist eben aufgekommen, dass das immer mehr wird und dass sie vielleicht einmal was tun sollten in die Richtung. Die Kollegin hat gesagt, sie schafft das nicht mehr und deswegen bin ich nachher zu Verbund gekommen. Okay, also das. Und komme halt voll auf
drin, mit den Kollegen. Ja, und dann weiter ausgebaut einfach alles, ja. Ah, okay, das heißt, es ist schon gezielt ausgeschrieben als E-Learning-Stelle. Ja, das okay. War ausgeschrieben, ja. Ich weiß aber, es ist relativ selten was ausgeschrieben, weil natürlich habe ich auch gesucht, weil es in jedem Unternehmen mehr oder weniger nur eine Person gibt, die das macht. Jetzt durch Corona sind ein paar Unternehmen, die haben einen zweiten dazu gekriegt, weil eben vermehrt der Bedarf da ist und sie das nicht mehr geschafft haben. Aber sonst ist das meistens eine Person. Wir haben auch in Wien so einen E-Learning-Stammtisch, wo alle Einzelkämpfer der Unternehmen sich gegenseitig bemitleiden, wie arm wir nicht sind, uns austauschen, welche Anbieter gut sind, wie wir irgendwas lösen und so. Das ist auch ganz, ganz hilfreich und nett, dass man da einen hat, mit dem man drüber reden kann. Okay, danke. Ja, danke schön. Weitere Fragen? Ja, Sabine, weil du gefragt hast, in welchem Modus wir uns befinden. Wir haben das Semester ganz normal gestartet in Präsenz. Und aufgrund des Teil-Lockdowns, der ab Montag sozusagen gilt, haben wir jetzt die Lehre größtenteils auf online umgestellt und einen Teil machen wir in Präsenz, sprich Hybrid. Das heißt, es sind gesamte Tage komplett in online, aber es sind auch Tage, wo wir Präsenzlehre machen, den Studierenden aber freistellen, ob sie anwesend sind oder nicht, und das Ganze Hybrid machen. Das heißt, es wird das dann auch übertragen. Da müssen die Lehrveranstaltungen passen vom didaktischen Konzept. Du weißt ja, Übungen oder integrierte Lehrveranstaltung ist natürlich im hybriden Modus schwieriger. Und das gilt jetzt einmal bis Anfang Dezember und dann schauen wir weiter, wie es dann weitergeht. Ja. Und ich stimme dir vollkommen zu, Online-Lehre durchgängig kann natürlich nie Präsenz ersetzen. Hochschule bedeutet Interaktion und wir hoffen doch sehr stark, dass wir bald wieder uns sehen und in Interaktion sozusagen und unsere Kompetenzen erweitern. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, bitte, Herr Mandelbauer. Ja, ich hatte eine ganz kurze Frage. Erstens mal danke für den tollen und informativen Vortrag. Und ich hatte eine ganz kurze Frage, wie schaut so ein typischer Arbeitstag bei dir so aus und vielleicht mit welchen Programmen arbeitest du so tagtäglich? Ja, seit bald 2 Jahren gehe ich nur vom oberen Stock herunter ins Büro und setze mich vor den Computer. Ist recht angenehm, muss ich sagen, im Homeoffice. Aber welche Programme? Wir haben die ganze Microsoft-Palette im Einsatz, das heißt Outlook und so weiter, aber ich arbeite täglich so gut wie täglich in Viont. Erklärvideos sind eben sehr gefragt, dass wir die umsetzen. Dann kommt vom Sprecher wieder mal der Ton, den muss ich in Audition schneiden, mache Präsentationen oder mache E-Trainings, muss Bilder dazu im Photoshop bearbeiten, arbeite mit Articulate Storyline, aber auch mit Rise, wo ich täglich drinnen bin, sehr viel WebEx oder jetzt auch Teams, was Webinare angeht. Excel, was auch ja, immer dazugehört, weil trotzdem immer irgendwo ein Budget oder was geplant werden muss. Aber ansonsten schaut es so aus, dass ich zum Teil sehr stark in Termine bin, also sehr stark in welche Besprechungen, einerseits von schon fix im Team oder schon fix in einem Projektteam. Ich bin zum Beispiel eben in einem Projektteam, was sich mit Wissensmanagement bei Verbund auch beschäftigt, wo wir uns immer wieder austauschen, wo wir die Wissensplattformen immer weiterentwickeln. Steige immer automatisch in der Früh ins LMS ein und schaue, ob alles noch funktioniert, so wie es funktionieren soll. Das mache ich ja mehrmals täglich, weil jemand kommt und sagt, er kann sich wo nicht drauf buchen, er weiß nicht, wo er das findet und, und. Das sind immer diese kurzen Zwischenstopps, wo nachher wer anruft oder wer schreibt, er braucht das, bitte schau das nach. Und ansonsten, wenn die Zeit es zulässt,
plant man mal weitere E-Trainings, weitere Ideen oder ich schaue mir externe Anbieter an, die Content anbieten, ob sie für uns interessant sind, ob wir es zukaufen könnten. Ja, das ist so ein Querschnitt eigentlich meines Tages. Das klingt ja schon sehr abwechslungsreich. Aber ist es auch. Ja, also es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich würde eingehen, wenn es nicht abwechslungsreich wäre. Also ganzen Tag sitzen und irgendwas eintippen ist für mich halt nichts. Und das ist es Gott sei Dank auch nicht. Also solche Zeiten gibt es auch kaum. Mir reicht schon, wenn ich den ganzen Tag im Meeting sitze. Das muss ich auch nicht haben. Aber ab und zu muss man durchbeißen. Das ist schon mal gut zu wissen, ja. Dankeschön. Das heißt, du verbringst auch die meiste Zeit im Homeoffice sozusagen. Ja, ich bin eigentlich seit 15. März 2020 im Homeoffice und war seitdem vielleicht 10-mal im Büro. Liegt es daran, dass man die Versorgungssicherheit nicht gefährden möchte? Genau, also es wird bei uns sehr streng gehandhabt, das Ganze, weil wir immer kritische Infrastruktur sind. Mhm. Und wir haben strengere Regeln, als meistens die Regierung vorschreibt. Und uns wurde generell angeraten, also das Homeoffice zu nutzen, dort da zu bleiben. Es gibt schon Abteilungen, die wieder zurück mussten zum Teil, weil Führungskräfte auch nicht immer so digital affin sind und sich das Homeoffice schwer vorstellen können, muss man auch sagen. Aber Gott sei Dank habe ich eine Führungskraft, die uns da voll unterstützt, die ja sieht, dass es funktioniert. Also es funktioniert jetzt einwandfrei. Möchtest du wieder zurück? Nein. Ehrlich gesagt nicht. Nein, ich finde, ich kann mich viel besser selbst organisieren und selbstständig arbeiten. Wir sind sonst zu sechst in einem Büro. Wenn da sechs Leute telefonieren oder miteinander reden, ist der Lärmpegel ziemlich hoch. Dann kommt noch wer bei der Tür rein, braucht wer noch was. Man wird einfach schneller herausgerissen, als es wirklich im Homeoffice ist. Die Termine sind geblockt, die sind vorbestimmt. Es ist selten, dass wer anruft. Es hat sich bei uns die, Gott sei Dank, Webex-Chat-Kultur etabliert, die es vorher gar nicht genutzt wurden, dass wenn man was braucht, gerne im Chat schreibt und man dann antwortet, wann man Zeit hat oder wann es einfach passt und man nicht aus der Arbeit rausgerissen wird. Und Dankeschön. Mhm. Ja, danke. Gerade bei Konzeption und Drehbuchschreiben braucht man doch Ruhe. Ja, ich würde sagen, dass wir selber nicht untreu werden mit der halben Stunde. Eine Frage hätten wir noch. Die Frau Froschauer, jetzt hat es die Hand runtergegeben. Das wäre noch eine Frage, die ich noch gerne hören möchte. Ja, ich wollte noch ganz kurz fragen. Ich mache nämlich gerade, ich bin im fünften Semester und mache mein Berufspraktikum gerade bei Click and Learn. Und das ist ja doch eine Agentur. Ja. Und jetzt wollte ich fragen, was ich mich dann immer gefragt habe, wenn man halt in so einem Unternehmen halt noch ist und dort das E-Learning dort macht, ob man dann irgendwie einfach ein bisschen langweilig wird, sozusagen die Themen, dass halt nur auf das Unternehmen zugeschnitten ist oder ob das vielleicht dann immer wieder häufigst dieselben Themen sind, weil in der Agentur ist ja wirklich jedes Projekt ist wirklich ein komplett anderer Themenbereich. Voll, ich weiß, was du meinst und das ist bei uns Gott sei Dank nicht der Fall. Bei uns ist es schon sehr abwechslungsreich, weil so viele verschiedene Gebiete er betrifft und immer wieder Neues dazukommt. Ich habe es auch schon von anderen gehört, wo es irgendwie fad wird, weil du immer das Gleiche machst. Und in der Agentur war es eben auch sehr abwechslungsreich, aber bei uns ist es das trotzdem auch. Also natürlich gibt es die Standardthemen Compliance und so Sachen, die man umsetzen muss, Datenschutz. Aber dann kommt man wieder mal was ganz was Spannendes oder irgendjemand hätte gerne ein Weihnachtsvideo, wo Informationen vermittelt werden sollen und so weiter. Also es ist von den Themen her abwechslungsreich und ich muss recht wenig technische Sachen umsetzen, wie der Strom funktioniert, was eigentlich auch ganz gut ist, sondern mehr allgemeine Themen. Aber Click and Learn, ich hoffe, du hast noch nicht zu viel Schlechtes über uns gehört.
Okay, passt. Okay, in diesem Sinne wollen wir jetzt die Internersten nicht diskutieren. Nein, in diesem Sinne, ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Liebe Sabine, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns über deine Karriereentwicklung zu berichten. Ich glaube, es hat einige interessante oder alle Fragen waren interessant, die gestellt worden sind, um einfach das Berufsbild zu schärfen. Herzlichen Dank für deine Bereitschaft. Ich darf dir im Nachhinein noch herzlich gratulieren zu deiner Vermählung. Ich habe es erst über den E-Mail-Verkehr mitbekommen, dass da nicht mehr Lichtnecker hinten stehen soll, sondern Winter. Ich wünsche dir alles Gute. Ich darf jetzt zum Schluss noch ganz kurz hinweisen in eigener Sache. Wir haben relativ bald in 2 Wochen einen nächsten Vortrag. Eine Absolventin, die Elisabeth Ettinger. Die Elisabeth ist 2018 fertig geworden, hat bei uns den Bachelor gemacht und hat dann einen Master in St. Andrews gemacht. Ist jetzt in Wien bei einer Firma und sie ist in die Richtung User Experience Design gegangen, Frontend Engineer, also doch was anderes. Das heißt, sie wäre die 5. im Bunde bei den Vorträgen und wir haben dann soweit alle Bereiche sehr gut abgedeckt, von Frontend-Entwicklung, E-Learning etc. Wie gesagt, meine Kollegin, die Christina, hat ja im Chat die Links gepostet auf die YouTube-Videos, wenn Sie das nachschauen wollen. Sabine, herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute.